die Briefe an einen jungen Dichter vom österreichischen Dichter Rainer Maria Rilke gehören wahrscheinlich zu den meistgelesenen seiner Schriften. Nur bestimmte Gedichte wie Herbsttag oder Der Panther, welche bereits zum Kulturerbe gehören, werden noch eher mit Rilkes Name in Verbindung gebracht. Doch gerade für uns jüngere Leser sind die Briefe stets von großem Wert. Es wird dabei nicht nur Rilkes Weltanschauung offenbart, sondern hilft dem Leser oder der Leserin, einen Weg aus der Geworfenheit zum Entwurf eines eigentlichen, authentischen Lebens. Die 10 Briefe von Rilke an Franz Xaver Kapus wurden zwischen 1903 und 1908 verfasst. Nun zur Zeitordnung. Das Buch der Bilder wurde 1902 veröffentlicht, woraufhin sich Rilke in den darauffolgenden Jahren, etwa während der Korrespondenz mit Kapus, der Dinglyrik mit den neuen Gedichten widmete, welche dann 1908 erschienen sind. In den nächsten Jahren stand sein einziger Roman, die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge, im Fokus, wobei dann der Übergang zum Spätwerk, den Duineser Elegien, folgt, welche aber 10 Jahre in Arbeit waren. Doch wer neu in der Welt Rilke ist, findet am besten mit den Briefen an einen jungen Dichter Einlass. In den 10 Briefen werden das Künstlerdasein, die Liebe, die Geduld, die Einsamkeit sowie die Nähe zu den Dingen näher gebracht. Dabei steht das Schaffen, das Schöpfen als Essenz im Vordergrund vieler Briefe. Rilke verhält sich auch harmonisch zu der Lebensphilosophie, die gerade zu jener Zeit in Künstlerkreisen große Beliebtheit genoss. Doch sind die Einsichten, welche man aus den Briefen an einen jungen Dichter gewinnen kann, leichter zugänglich als bei der Lebens- oder der Existenzphilosophie, da jene des Öfteren auch einen eigenen Jargon bzw. eine eigene Terminologie mit sich bringen, wie beispielsweise bei Martin Heidegger oder Jean-Paul Sartre. Bei Rilke werden hingegen die Einsichten in einer feierlich-poetischen Sprache vermittelt. Vielleicht tragen sie ja in sich die Möglichkeit zu bilden und zu formen, als eine besonders selige und reine Art des Lebens. Erziehen Sie sich dazu, aber nehmen Sie das, was kommt, in großem Vertrauen hin, und wenn es nur aus Ihrem Willen kommt, aus irgendeiner Not Ihres Innern, so nehmen Sie es auf sich und hassen Sie nichts. Der Gedanke, Schöpfer zu sein, zu zeugen, zu bilden, ist nichts ohne seine fortwährende, große Bestätigung und Verwirklichung in der Welt. Nichts ohne die tausendfältige Zustimmung aus Dingen und Tieren. Und sein Genuss ist nur deshalb so unbeschreiblich schön und reich, weil er voll ererbter Erinnerungen ist aus Zeugen und Gebären von Millionen. In einem Schöpfergedanken leben tausend vergessene Liebesnächte auf und erfüllen ihn mit Hoheit und Höhe. Dieser Gedanke, Schöpfer zu sein, zu bilden, zieht sich durch die ganzen Briefe und zeigt dem Leser oder der Leserin die Kontingenz, das sein können, ihres oder seines Daseins. Ebenso kann man Parallelen zu Also sprach Zarathustra ziehen, indem man selbst während des Blickes in den Abgrund und auch mit dem Gedanken, dass alles wiederkehren wird, das Leben bejaht und aus diesem Nichts etwas schöpft. Auf die Lehre, welche Kapus befällt, antwortet Rilke stets mit der Kunst. Rilke, welcher auch schon früh, vor allem beim Stundenbuch, von Nietzsche beeinflusst war, seine frühere Geliebte Lou Andrea Salome war ja einer der ersten Personen, welche den Gedanken der ewigen Wiederkehr von Nietzsche persönlich zu Ohr bekam, deutet die Kunst auch als einen Religionsersatz, welcher die Lehre nach dem Tod Gottes füllen soll. Und wenn es Ihnen bang und quälend ist, an die Kindheit zu denken und an das Einfache und Stille, das mit dir zusammenhängt, weil Sie an Gott nicht mehr glauben können, der überall darin vorkommt, dann fragen Sie sich, lieber Herr Kapus, ob Sie Gott denn wirklich verloren haben. Ist es nicht vielmehr so, dass Sie ihn noch nie besessen haben?
Doch jener Weg zum Dichter, Künstler bzw. Schöpfer ist ein äußerst langer, wobei am Rande des Pfades Dutzende Ablenkungen auf den einsamen Wanderer warten. Die Konventionen, welche einem nicht nur den Reifungsprozess oder die Kunst verderben kann, sondern auch die Liebe. Vor allem das Leichte an der Liebe, das Verfallen an das Geschlechtliche sowie der Gegensatz der Geschlechter anstatt die Vereinigung des Menschseins bringt Rilke in seinen Briefen näher. Auch zu lieben ist gut, denn Liebe ist schwer. Liebhaben von Mensch zu Mensch, das ist vielleicht das Schwerste, was uns aufgegeben ist. Das Äußerste, die letzte Probe und Prüfung, die Arbeit, für die alle andere Arbeit nur Vorbereitung ist. Darum können junge Menschen, die Anfänger in allem sind, die Liebe noch nicht. Sie müssen sie lernen. Mit dem ganzen Wesen, mit allen Kräften versammelt um ihr einsames, banges, aufwärtsschlagendes Herz, müssen sie lieben lernen. Lernzeit aber ist immer eine lange, abgeschlossene Zeit und so ist Lieben für lange hinaus und weit ins Leben hinein Einsamkeit. Gesteigertes und vertieftes Alleinsein für den, der liebt. Lieben ist zunächst nichts, was aufgehen, hingeben und sich mit einem zweiten vereinen heißt. Denn was wäre eine Vereinigung von Ungeklärten und Unfertigem noch Ungeordnetem? Es ist ein erhabener Anlass für den Einzelnen, zu reifen, in sich etwas zu werden, Welt zu werden. Welt zu werden für sich, um eines anderen willen. Es ist ein großer, unbescheidener Anspruch an ihn, etwas, was ihn auserwählt und zu Weitem beruft. Die Liebe als erhabener Anlass zu reifen, doch stets geduldig bleiben und in ruhiger Introspektion reifen. Jenen positiven Blick auf die Einsamkeit gab es natürlich schon vor Rilke, beispielsweise bei Jean-Jacques Rousseau, Träumereien eines einsamen Spaziergängers, oder bei Arthur Schopenhauers, Aphorismen zur Lebensweisheit, wobei letzterer das Feuer als Gleichnis für die Gesellschaft nimmt, an welchem man sich in gewissen Abständen wärmen kann, doch keinesfalls die Finger verbrennen soll. Doch Rilkes Worte über die Einsamkeit sind stets mit der Geduld in Verbindung. Das Genießen der kalten Wintertage bis dann völlig natürlich und ungezwungen das Frühlingserwachen vor der Tür steht. Die Fragen selbst lieb zu haben, mit jenen zu leben, sodass man eines Tages, ohne es zu merken, in die Antwort hineinlebt. Lassen Sie Ihren Urteilen die eigene stille, ungestörte Entwicklung, die, wie jeder Fortschritt, tief aus innen kommen muss und durch nichts gedrängt oder beschleunigt werden kann. Alles ist austragen und dann gebären. Jeden Eindruck und jeden Keim eines Gefühles ganz in sich. Im Dunkel, im Unsagbaren, Unbewussten, dem eigenen Verstande Unerreichbaren sich vollenden lassen, um mit tiefer Demut und Geduld die Stunde der Niederkunft einer neuen Klarheit abwarten. Das allein heißt künstlerisch leben, im Verstehen wie im Schaffen. Da gibt es kein Messen mit der Zeit, da gilt kein Jahr und 10 Jahre sind nichts. Künstler sein heißt nicht rechnen und zählen, reifen wie der Baum, der seine Säfte nicht drängt und getrost in den Stürmen des Frühlings steht, ohne die Angst, dass dahinter kein Sommer kommen könnte. Er kommt doch, aber er kommt nur zu den Geduldigen, die da sind, als ob die Ewigkeit vor ihnen läge, so sorglos still und weit. Ich lerne es täglich, ich lerne es unter Schmerzen, denen ich dankbar bin. Geduld ist alles. Sie sind so jung, so vor allem Anfang, und ich möchte Sie, so gut ich es kann, bitten, lieber Herr, Geduld zu haben gegen alles Ungelöste in Ihrem Herzen und zu versuchen, die Fragen selbst lieb zu haben, wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Forschen Sie jetzt nicht nach den Antworten, die Ihnen nicht gegeben werden können, weil Sie sie nicht leben könnten
und es handelt sich darum, alles zu leben. Leben Sie jetzt die Fragen, vielleicht leben Sie dann allmählich, ohne es zu merken, eines fernen Tages in die Antwort hinein. Doch auch wenn Rilke diese Einsamkeit als eine Essenz für ein Dasein eines Schaffenden sieht, ist sie keine leichte Last zu tragen. Dies wird auch Kappus bewusst, doch Rilke führt ihn oder uns Leser und Leserinnen vor Augen, wie leicht es ist, in eine alltägliche, banale Konvention zu verfallen. Man denke dort auch an den Verfall beim Heideggerschen Mann und führt uns erneut den Grundsatz der Geduld vor Augen. Die Geduld, dass alles völlig natürlich von selbst kommen kann, sofern man die Zeit des Reifens abwartet. Es gibt nur eine Einsamkeit und die ist groß und ist nicht leicht zu tragen. Und es kommen fast allen die Stunden, dass sie gerne vertauschen möchten gegen irgendeine noch so banale und billige Gemeinsamkeit, gegen den Schein einer geringen Übereinstimmung mit dem Nächstbesten, mit dem Unwürdigsten. Aber vielleicht sind das gerade die Stunden, wo die Einsamkeit wächst. Denn ihr Wachsen ist schmerzhaft wie das Wachsen der Knaben und traurig wie der Anfang der Frühlinge. In sich gehen und stundenlang niemandem begegnen, das muss man erreichen können. Einsam sein, wie man als Kind einsam war, als die Erwachsenen umhergingen, mit Dingen verflochten, die wichtig und groß schienen, weil die Großen so geschäftigt aussahen und weil man von ihrem Tun nichts begriff. Denn die ihnen nahe sind, sind fern, sagen sie. Und das zeigt, dass es anfängt, weit um sie zu werden. Und wenn ihre Nähe fern ist, dann ist ihre Weite schon unter den Sternen und sehr groß. Freuen sie sich ihres Wachstums, in das sie ja niemanden mitnehmen können. Und seien sie gut gegen die, welche zurückbleiben. Und seien sie sicher und ruhig vor ihnen. Und quälen sie sich nicht mit ihren Zweifeln und erschrecken sie sich nicht mit ihrer Zuversicht oder Freude, die sie nicht begreifen könnten. Zu der Zeit der Korrespondenz mit Kappus war Rilke vertieft in seinen Dinggedichten, welche in den neuen Gedichten ihren Höhepunkt fanden. Edmund Husserls Maxime »Zurück zu den Sachen selbst« und seine Intentionalität des Bewusstseins fand auch zu jener Zeit großen Anklang bei vielen Denkern. Die Phänomenologie, welche durch Husserl entsprang, wurde nicht nur durch Philosophen wie Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre oder Maurice Merleau-Ponty erweitert, sondern fand auch in der Lyrik und der Literatur ihre Verwendung, auch wenn dies oft unbewusst geschah. Man denke neben Rilke auch an Marcel Proust, bei welchem die Intention, das Gerichtetsein auf die Dinge, sei es das Madeleine oder die Unebenheit der Pflastersteine, eine ganze Welt im Bewusstsein mit sich bringen bzw. hervorrufen. Ein gutes Beispiel dafür ist Rilkes Gedicht Abschied, welches das Gerichtetsein des Bewusstseins in die Lyrik einbaut, wobei es vom Winken der Abschiedsszene zum vom Pflaumenbaum abfliegenden Kuckuck schreitet. Abschied. Wie habe ich das gefühlt, was Abschied heißt? Wie weiß ich's noch? Ein dunkles, unverwundenes, grausames Etwas, das ein schön verbundenes doch einmal zeigt und hinhält und zerreißt. Wie war ich ohne wer, dem zuzuschauen, das, da es mich rufend gehen ließ, zurückblieb, so als wären's alle Frauen und dennoch klein und weiß und nichts als dieses. Ein Winken, schon nicht mehr auf mich bezogen, ein leise, weiterwinkendes, schon kaum erklärbar mehr, vielleicht ein Pflaumenbaum, von dem ein Kuckuck hastig abgeflogen. Seien Sie den Dingen nah, schreibt Rilke an Kappus und zeigt ihm, dass die Dinge eben nicht nur Dinge sind, sondern an ihren Wurzeln eine ganze Welt mithängt, die nur scheinbar verborgen ist.
das Katheder weltet, sagte Heidegger im Februar 1919 an einer Vorlesung an der Universität Freiburg, und ebenso weltet das in den Tee getränkte Madeleine-Törtchen von Proust. Denn wir sind immer noch in der Welt mit all den Dingen, welche weit mehr als nur Dinge sind und die für uns welten. Dies kann bei genauer Betrachtung geschehen, oder es übermannt uns an den willkürlichsten Augenblicken. Jenes Ereignis wirft uns nicht nur aus einer Trance der Alltäglichkeit, gestimmt in Gleichgültigkeit und seines Seins nicht bewusst, sondern zeigt uns, dass wir in der Welt sind. Versuchen Sie es, den Dingen nahe zu sein, die Sie nicht verlassen werden. Noch sind die Nächte da und die Winde, die durch die Bäume gehen und über viele Länder. Noch ist unter den Dingen und bei den Tieren alles voll geschehen, daran Sie teilnehmen dürfen. Und die Kinder sind noch so, wie sie gewesen sind als Kind, so traurig und glücklich. Und wenn sie an ihre Kindheit denken, dann leben sie wieder unter ihnen, unter den einsamen Kindern. Und die Erwachsenen sind nichts und ihre Würde hat keinen Wert. Nun, zu jenen Briefen kehre ich meist alle paar Monate mal wieder zurück. Viele Leser und Leserinnen werden wahrscheinlich ebenso eine durchaus persönliche Beziehung zu diesem Werk haben. Für jene, welche mit diesem Video eine erste Bekanntschaft mit den Briefen an einen jungen Dichter oder Rilke im Allgemeinen gemacht haben, konnte ich hoffentlich eine möglichst offene Einführung geben. Diejenigen von euch, welche bereits mit dem Werk bekannt waren oder es nun vorhaben zu lesen, schildert doch gerne in den Kommentaren euer eigenes Leseerlebnis und mit welchen Einsichten euch das Buch beschert hat. Ich danke euch fürs Zuhören.